Ich glaube, unspektakulär kann ein Let's Play Together nicht anfangen. Hallo Freunde, der NRW Boy 18 hier und... Hola. Und wir starten jetzt zusammen in ein ganz neues Spiel, was ich ganz alleine ausgesucht. Was, ne? Sebastian... Das ist sogar der erste Teil. Da steht sogar eine 1 drauf. Google, ist das wirklich der erste Teil? Ja, Sebastian hat dieses Spiel organisiert, besorgt und mir geschenkt und jetzt spielen wir es. Ich habe es ja schon in meinem Ich-lebe-noch-Video euch gezeigt. Jetzt ist es also endlich soweit. Sebastian, darf es jetzt vorstellen? Hola. Wie heißt das Spiel? Tony Fu. Tony Tu. Genau. Also für mich ist es ein absoluter Blind Run. Keine Ahnung, um was es geht. Wir spielen hier einen Detektiv. Keine Ahnung, worum es geht, aber wir spielen einen Detektiv. Also ja, ich weiß es nicht. Erstens steht es auf dem Cover drauf. Polka Club steht da. Und, wenn man genau, der Polka Club. Auf der Rückseite steht eine Zusammenfassung des Spiels, schön, du kleiner Klugscheißer. Und dann kann man schon mal so ein bisschen rauslesen, um was es geht. Also es ist von 95 ursprünglich, aber neu aufgelegt 2003. Genau, so. Wir starten jetzt in das Spiel. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Was ich schon weiß, ist, dass wir ein Wiedersehen haben. Jetzt ist mir leider der Name entfallen. Und zwar, es ist der Synchronsprecher aus Ups, die Pannenschau oder auch aus Deponia von Rufus. Ah, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Aber die Stimme habe ich gerade eben in der Testaufnahme schon erkannt. Ich bin sehr gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Wir starten ein neues Spiel. Auf geht's. Wir spielen natürlich in schwer. Ja, natürlich, da ja die anderen Spiele auch schon... Unendliche Weiten. Psst. Das erinnert mich an Simpsons, der Film. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Vor 30 Jahren. Thank you.
31. Oktober. Die Erde rotiert weiter auf ihrer rostigen Achse. Wie jedes Jahr werden wir wieder von Halloween heimgesucht. Und wie immer zu dieser Jahreszeit frage ich mich, woher die Leute die Energie nehmen, dies zu feiern. Und ich bekomme wieder mal keine Antwort darauf. Gestatten? Mein Name ist Tony Tuff. Ich bin seit vielen Jahren Privatdetektiv im Dienste dieser renommierten Agentur. Außerdem bin ich Mitglied der Perückenträger dritten Grades. Ich arbeitete hier schon seit 10 Jahren im Verborgenen, bis mir ein wichtiger Fall aufgetragen wurde. Ich sollte einen geheimnisvollen, unbekannten Wahnsinnigen aufhalten, der Scharen von lärmenden Kindern ihrer Süßigkeiten beraubte und es leider weiterhin tut. Aber ich glaube, heute wird alles anders. Denn nach Jahren der anstrengenden Recherchen und demütigenden Misserfolge bin ich nur einen Schritt von der Wahrheit entfernt. Das alles geht weit über einfachen Süßigkeiten-Diebstahl an unschuldigen Kindern hinaus. Eine sorgfältige Analyse des Täterprofils sowie die Aussagen der jungen Opfer haben mich davon überzeugt, dass es sich hier um den Plan von Aliens handelt, die unseren Planeten erobern wollen. Die Süßigkeiten sind nur die Spitze eines riesigen Eisbergs. Ich kämpfe einen einsamen Kampf, beiseite geschoben und missverstanden. Aber heute Abend werde ich der Welt beweisen, dass dies nicht das irre Gerede eines paranoiden Privatdetektivs ist. Ich werde der Welt zeigen, wer Tony Tuff ist. Und ich werde diesen intergalaktischen Abschaum ein für alle Mal aufhalten. Ach ja, und das ist mein Hund, Pantagruel. Ja, und wir sind im Spiel. Und ich werde jetzt als erstes die Einstellungen ändern, denn die Untertitel will ich nicht. Ich werde das Intro jetzt nochmal neu aufnehmen, wo die Untertitel weg sind, also jetzt nicht wundern. Was der Rest jetzt hier heißt, weiß ich nicht, weil es gibt leider keine Anleitung zu dem Spiel. Ich werde mich dazu mal im Internet belesen müssen und dann das herausfinden. Genau wie das hier in der Mitte, weiß ich nicht, wofür das heißt. Uhr an der Seite. Das hier weiß ich nicht, wofür das heißt und das weiß ich auch nicht, wofür das steht. Also, da, oder wofür das hier steht. Wobei, das könnte ich mir denken. Aber nun gut. Ah, jetzt haben wir das Inventar dauerhaft eingeblendet. Moment. Ah. Ich denke mal, so ist angenehmer, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, dann sind wir mit Tony Tuff hier mitten jetzt im Geschehen. Sehr originelle Redensart, finde ich. Ah, reden, untersuchen, benutzen, reden. Ja, war doch gerade nehmen irgendwo, oder? Untersuchen. Nee, das nehmen. Ach du liebe Zeit. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass ich den nicht anfasse. Ich bin sicher, in diesem ekelhaften Eimer wartet nur irgendeine tropische Krankheit darauf, mich anzuspringen. Also ich hoffe mal, das Spiel verspricht sehr lustig zu werden. Allein schon aufgrund der Stimme. Hier X-Akten. Sebastian ist leidenschaftlicher Akte X-Fan. Wow, genau wie die echten. Die kann ich nicht öffnen. Sie ist von der Luftfeuchtigkeit aufgequollen. Ich versuche sie schon seit Jahren aufzubrechen. WC-Akte. Ist das nicht klar genug? Es wäre besser, es nicht zu vergeuden. Mit diesem Zeug muss ich die nächsten 6 Monate auskommen. Es wäre besser... Na, okay. Rot, weiß, rot, weiß. Lieber nicht. Ich bin schon Zielscheibe genug. Nicht, solange sie sie noch zwischen ihren stumpfen, abgenutzten Backenzähnen hat. Es stimmt zwar, dass ein Kuhkopf immer nützlich sein kann, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, ihn zu entfernen. Herr Jemini, wir können ja hier wirklich alles anklicken. Vielleicht ist das eher... Nein. Die möchte ich nicht anfassen. Ich habe stundenlang daran gearbeitet, dass die Entfernung vom Schreibtisch im Verhältnis der durchschnittlichen Entfernung zwischen Uranus und Pluto entspricht. Guck mal hinten, das Poster. I want to... Was? I want to believe. Okay. Daran glaube ich noch, okay?
Pentagon. Ach, da unten nehmen. Ach, das sind die Hände. Okay, jetzt habe ich's. Ich dachte, das wären hier die Patronenhülsen. Könntest du bitte für eine Minute aufhören, auf diesem widerlichen Zeug herumzukauen? Kann der etwa... Nein, ich sagte, wir gehen nicht zum Vergnügungspark. Jedenfalls nicht heute Abend. Jetzt hör mal, Kleiner. Bevor wir den Planeten retten können, müssen wir uns laut dem ehrwürdigen Archibald Wallen und seinem Handbuch für Privatdetektive im Taschenformat erst eine Perücke besorgen. Ich zitiere, eine Perücke ist eine unverzichtbare Voraussetzung zur ordnungsgemäßen Untersuchung eines Falles. Kümmere du dich um die oberen Stockwerke, Pentagruel. Ich kann mich vielleicht nicht richtig konzentrieren, wenn mich die Leute alle auslachen. Ich durchsuche den Keller. Wo will er denn hin? Ach, er... Du bist wirklich ein braves Hundchen. Er hat ihn nur rausgelassen. Dann mal los, Tony. Eine gute Perücke ist der erste Schritt zum Erfolg. Fangt schon mal an, in euren Stiefeln zu schlottern, ihr widerlichen Aliens. Okay. Guck mal da oben links. Ja, ja, da das. Das speit Schleim und stinkende Luft aus. 24 Stunden am Tag. Und wie? Das brauche ich nicht. Ich habe ein paar davon in der Brieftasche. Neben dem Foto meiner Mutter. Kann er hier überhaupt was nehmen? Das ist nicht nötig. Ich kenne praktisch alle Kapitel in diesen Büchern auswendig. Das ist eine kleine Sammlung von Meisterwerken. Es gibt das Handbuch für Privatdetektive im Taschenformat vom großen Archibald Wallen, die heilige Schrift, wie vermehrt man sein Kapital, von Jesus Christus bis Donald Trump, und Sehen mit dem Hinterkopf, alle Geheimnisse des hoch angesehenen Professor Luke Just. Bis Donald Trump. Ob das mal ein Wink mit dem Zaunfall ist? Das Spiel ist... Da waren ja noch Schauspieler hauptsächlich. Ja, ja. Das Spiel ist übrigens ab 12 Jahren freigegeben, also ich bin sehr gespannt, was uns hier noch erwartet. Oh, wir haben aber was nehmen können. Kannst du das Tintenfass auch mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Die Fliege da oben, die macht mich wahnsinnig. Haben wir hier eigentlich eine Hotspots-Anzeige? Nein, haben wir nicht. Lieber nicht. Mein Büro ist ohnehin schon hässlich genug. Okay. Dann wollen wir mal raus. Das kommt gar... Nee, benutzen wahrscheinlich. Tolle Idee. Als wäre sie dafür gemacht. Was? Ein Vögelchen? Oh, eine kleine Maus. Wenn ich unbedingt etwas Pelziges, Dreckiges wollte, würde ich Pentagruel rufen. Sie ist rot und von einem unidentifizierbaren Brei durchdrängt. Aber es ist die einzige, die ich habe. Gibt's da sonst nichts? Reden mit Fuß. Meine Mutter pflegte immer zu sagen, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Es wird nur noch von ein paar verrosteten Schrauben gehalten. Oh? Ich bekomme es nicht aufgehebelt. Schade. Man weiß nie, wie tief die sind, bis man in eine hineintritt. Oh, mein armer Rücken. Das ist Teil einer Broschüre. Das ist nicht lesbar, aber ich glaube, es hat etwas mit Tieren zu tun oder sowas ähnliches. Okay. Oh, die geht einfach auf? Ach nee. Dem Chaos nach zu urteilen, ist die Putzfrau schon lange nicht mehr hier gewesen. Ein Karton. Ich habe schon eine Aktentasche. Und zwar ohne so einen peinlichen Aufkleber, Reagenzgläser für Urinproben. Was für eine Vorstellungskraft. Okay. Es ist leider nicht ganz so einfach, die in meine Aktentasche zu stecken. Ach nee. Da hätte ich jetzt gedacht, dass sie die jetzt einfach... Warum? Muss ich mich wieder vor einer Überschwemmung im Keller retten? Damit könnte ich da hinten bei uns im Büro... Sag mal die Tür zu machen. Vielleicht ist Halloween kommt nur einmal im Jahr. Warum sich mit einem jämmerlichen, billigen Kostüm zufrieden geben, wenn sie für nur ein paar hundert Dollar ein Kostüm der Spitzenklasse kaufen können? Zum Beispiel das ungebildete Schafhirtin-Kostüm von der Karak Incorporated. Zum Kostüm gehört ein fröhliches Outfit aus gewaschener Wolle im Country-Look.
Das hier, das ist nur ein Fragment. Der schönste Teil ist abgetrennt. Ah ja. Das hat noch niemand gewagt. Und wenn, dann nur in Legenden. Na gut. Oh. Wenn ich mit meinem Gesicht noch näher rangehe, drohe ich umzukippen. Hä? Ich habe heute Abend keine Zeit zum Putzen. Mann, wieso nimmt er denn nichts mit? Gehen wir mal davon aus, dass ich das bereits erledigt habe. Was dann? Manchmal wünschte ich, dass ich ihr das Sagen hätte. Kannst du den Schrank näher aufmachen? Ja, so weit bin ich noch nicht. Ach nee, Quatsch. Naja, wenn ich... Und wenn... Dann... Eigentlich nein. Was? Schön. Aber... Das Kipputzmaß hier vor. Aber hier wollte ich doch noch gar nicht hin. Wir bedanken uns bei allen Passagieren, dass sie mit Tony Tough Airlines geflogen sind. Der Kapitän und die Crew wünschen ihnen noch einen angenehmen Tag. Das war Pantagruel. Es ist doch noch gar nicht Essenszeit. Ich muss nach oben. Mein Hund braucht vielleicht Hilfe. Ja, toll. Ich habe auf jeden Fall das Richtige getan, als ich mir die Mortadella-Scheiben in die Schuhe gesteckt habe. Durch die Vermengung der Düfte werden mich diese verflixten Alligatoren nicht wittern. Was für leere Blicke. Ja, zwangsläufig. Das stört ihn nicht. Bäh. Perücke. Zack, abgenommen. Dann ist es also wahr. Die Putzfrau, die sich vor Jahren im Labyrinth der Büros der Detektei verirrt und nie wieder hinausgefunden hat, ist doch keine Legende. Gütiger Himmel, ich bin gerührt. Mir schwitzen die Hände. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Besen. Die packt ganz schön fest zu. Besen, Besen, seid gewesen. Die packt ganz... Das ist zu eurem Zwecke. Sie lässt nicht locker. Pflichtbewusst bis zum bitteren Ende. Eine so saubere Nische habe ich noch nie gesehen. Ah, kriege ich die nicht irgendwie... Fähigkeiten? Nein. Schade. Abwasser. Inschrift. Die Inschrift lautet Vitam Igit Nitidam. Das erinnert mich an meinen Lateinunterricht an der Highschool. An S R Ibus Abus Ibus Die erste Regel bei Latein heißt, man sollte immer nuscheln. Na dann. Hier ist die Erklärung für diese riesigen, fleischfressenden, siebenköpfigen Kakerlaken, die sich auf meinem Schreibtisch durchfressen. Das ist einfach unglaublich. Super, und wie komme ich jetzt hier weg? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, insbesondere bei der Farbe des Wassers, ist klar? Auf jeden Fall war es nützlicher, als es an seiner richtigen Stelle war. Okay. Jetzt wird es keine unerwünschten Reptilien mehr fernhalten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Warum? Die führt nach oben. Ach, der Hund sollte nach unten, ne? Ja, aber der geht ja nicht runter. Naja, irgendwie fehlt mir hier ein Ausgang. Jetzt mal nicht auf schwer gestellt. Ich sollte besser auf das Loch aufpassen. Ein weiterer Sturz könnte für die Käfer, die ich in meiner Tasche züchte, tödlich sein. Mein induktives Denken sagt mir, dass ich das nicht tun sollte. Wenn ich diese Türen wieder öffne, könnte sich vor meinen Füßen ein Abgrund auftun. Jetzt mach! Und wenn... Ach nein! Mein Induk... Er will das nicht mehr... Ah, oh Mann, ey! Warum? Muss ich mich wieder vor eine... Es ist leider nicht ganz so... Tja, jetzt mal nicht auf schwer geschaltet. Du musst ganz schön verzweifelt sein. Ja, bin ich. Das ist unglaublich. Ein echtes Loch. Nun, wann hörst du endlich auf, herumzualbern? Dieser Kittel braucht keine Perücke.
Das Handbuch für Privatdetektive im Taschenformat ist ganz eindeutig, was die unüberlegte Verwendung von künstlichem Haar betrifft. Mhm. Warum sollte ich? Das Verhältnis zwischen dem Speichel meines Hundes und den Süßigkeiten in dieser Tüte ist zu hoch, um sicher zu sein, dass die Mischung noch genießbar ist. Ah, ich wollte doch sagen. Pantagruel, wo bist du? Bla bla bla. Bla bla bla. Großartige Trophäe, Batsch. Ich habe sie erwischt, als sie wegrannte. Ah ja, Arschgeweih. Wer bla, weiß, bla, wie viel Stroh bla. Nötig war, um bla, die bla, auszustopfen. Bla bla bla. Bla bla bla. Die Blumen sind aus dem Maul. Oh nein. Bla bla bla. Bla bla bla. Moment, hören wir direkt die Blumen holen. Erwischt. Sehr gut. Was hat die jetzt für ein Gesicht? Ja. Mir gefällt nicht, wie sie mich anstarrt, aber sie verleiht dem Büro einen ländlichen Charme. Bla bla bla. Detektive? Ach, herrje. Bla bla bla. Erstmal alles mitnehmen. Bla bla hier. Bla. Chuck die Pflanze. Bla bla bla. Bla bla bla. Nach einer ersten Analyse würde ich sagen, bla, das bla, ist mit bla. Sicherheit eine bla, Pflanze. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Sir Archibald Wallen, ein bla, Mann mit bla, Prinzipien, der bla, sein Leben bla, der Verbrechensbekämpfung bla, widmete bla, bla. Und ein Handbuch für bla, Privatdetektive bla, bla. Hinterlassen hat, mit einem irren Kapitel über die Verwendung von Perücken in allen Lebenslagen. Er starb auf Borneo, bla, aufgespießt bla, bla. Bei dem Versuch, bla, die Eingeborenen bla, bla. Zur Verwendung bla, bla, von Perücken bla. Und Haarteilen zu bla, bekehren. Bla, bla. Die ist grün. Ihre Schönheit ist fast hypnotisch. Ich könnte sie stundenlang anstarren, ohne müde zu werden. Was ist denn das? Bla, 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 ich bin nicht einmal bla, würdig, bla, in ihrer bla, Nähe zu stehen, bla, bla, geschweige bla, denn sie zu bekommen. Bla, bla, bla. Guck mal, was habe ich denn da gerade auf der Pflanze gesehen? Kommt die jetzt nochmal? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ich weiß nicht, was es ist. Da. Bla, bla, ah, okay. Guck mal, die grinst sogar. Eine Raupe. Die enthält alle Trophäen und Auszeichnungen bla, bla, der besten bla. Detektive in der Geschichte bla, bla, bla. Der Wallen and Wallen Detektei. Eines Tages bla, bla, wird auch bla. Mir diese Ehre zuteil werden. Gut, Freunde, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht im nächsten Teil. Dann unterhalten wir uns auch mit den Kollegen hier. Bla, bla, bla. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was unser Köter so macht. Macht es gut, bla, bla, bla. Bis dann. NRW bei 18. Adieu. Bis dann.